سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alle Lob gebührt Allah, meine lieben Geschwister. Alle Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten. Mit Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister im Islam, wir sind immer noch in der Reihe, wo wir diese Dua von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam erklären. Mit den Aussagen natürlich der Gelehrten. Wir kommen nicht mit Aussagen von unserer eigenen Tasche. Sondern das, was wir hier sagen, ist Quran, Sunnah, Aussagen der Salaf, Sahaba und die Schüler der Sahaba und so weiter. Und die Erklärungen von den Gelehrten. Deswegen, dass ihr auch Bescheid wisst. Und wir haben, wie gesagt, über die Dua gesprochen. Das Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das Bittgebet, das er gesprochen hat, als er nachts zu Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat, das heißt, nachts gebetet hat. Und dort hat er zu unter anderem gesagt, oh Allah, dir gebührt der Lob, du bist der Halter von Himmel und Erde. Dir gebührt der Lob, du bist das Licht von Himmel und Erde und was in ihm ist und so weiter. Und heute sprechen wir über seine Aussage, wo er gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, und dir gebührt der Lob, du bist die Wahrheit, Al-Haq. Das bedeutet, meine lieben Geschwister im Islam, dass Al-Haq, die Wahrheit, einer der Namen von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Al-Haq, die Wahrheit, ist einer von den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es keinen Zweifel gibt in der Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass es keinen Zweifel gibt in seinem Wesen. Dass es keinen Zweifel gibt in seinen Namen. Seine Namen wahr sind, kein Zweifel. Kein Zweifel in seinen Eigenschaften. Keinen Zweifel in seiner Möglichkeit. Wenn du Dua machst, das ist das Problem, was wir heute haben. Wir machen Dua, aber wir haben nicht die Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit dazu hat, deine Dua anzunehmen. Und das zu machen, wozu du gebeten hast. Deswegen gehört es dazu, wenn du sagst, Allah ist Al-Haq, die Wahrheit. Dazu gehört, dass du daran glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit hat, dir das zu geben, wozu du ihn gebetet hast. Ohne Zweifel, das ist die Wahrheit. Al-Haq, das heißt die Wahrheit, ohne Zweifel ist. Und das ist es, das ist der Glaube. Dass du daran glaubst, dass Allah die Möglichkeit hat, deine Situation zu ändern. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Möglichkeit hat, die Umma zum Sieg zu führen. Dass du daran glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist. Dass sein Glaube die Wahrheit ist. Dass seine Scharia die Wahrheit ist. Dass der Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Wahrheit ist. Und wenn du das glaubst, dann hältst du daran, nicht mit den Händen, sondern mit den Backenzähnen, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat. Das ist, wenn man glaubt, dass das die Wahrheit ist. Aber die Frage ist, glauben wir, dass das die Wahrheit ist? Wenn ihr euch die Christen anschaut, manche Sekten von den Zeugen Jehovas und so weiter, Wallahi, sie glauben daran, schaut mal, sie glauben daran, dass das, was sie tun, das, was sie glauben, das, was sie praktizieren, dass es die Wahrheit ist. Wallahi, wir haben mit Leuten geredet von ihnen. Sie sagen, das ist die Wahrheit. Und da, und weil sie so fest daran glauben, opfern sie alles, ihre Zeit, ihr Geld, ihre Kinder, sie reisen, sie lernen Sprachen, alles. Und jetzt ist die Frage, wo bist du? Du trägst die Wahrheit, die tragen keine Wahrheit. Du trägst die Wahrheit in deinem Herzen. Du trägst den Islam. Du trägst den Iman. Du trägst die Namen und Eigenschaften Allahs. Wo ist dein Einsatz? Wir weinen und wir müssen kämpfen darum, dass die Brüder alleine nur zur Moschee kommen. Wo ist dein Einsatz? Wo ist deine Bereitschaft zu opfern? Wo ist deine Arbeit für den Islam? Lass mal die Arbeit für den Arbeitgeber. Der, wo du sowieso, wenn du stirbst, du hast gar keinen Nutzen davon. Allah wird dich nicht fragen, wo du gearbeitet hast, wie viel du verdient hast. Deine Lob-Anur-Abrechnungen alle sammeln, vorzeigen, kopieren, scannen. Das gibt's nicht. Allah wird dich fragen, was hast du, ja Abdi,
Meine Oma war am Bluten. Meine Muslime waren am Bluten, am Sterben. Die Religion wurde bekämpft, Tag und Nacht. Wo war dein Einsatz? Das wird die Frage sein, die uns gestellt wird. Wir sagen immer, boah, mashallah, der Bruder macht so viel. Wallahi, wir machen gar nichts, wenig. Einmal hat ein Mann, einen großen Gelehrten unserer Zeit, Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Dieser Sheikh war Mufti von Saudi-Arabien gewesen. So viel, wie der gemacht hat, Allahu a'lam, wie viel er gemacht hat. Der hat sowieso Da'wa, Al-Ilm, Leuten gespendet, Dschihad finanziert und so weiter, viele Sachen. Dann hat ihn einer gelobt, gesagt, Al-Allama und so. Wisst ihr, was er gesagt hat? Der hat gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala meinem Bruder vergeben. Wallahi, das, was wir machen, sagt er, ist gar nichts und nähert sich gar nicht dem, was wir eigentlich machen müssen. Allahu Akbar. Das sagt dieser Großgelehrte, der sein Leben geopfert hat für Allah subhanahu wa ta'ala, wo Hunderttausende an seiner Janaza teilgenommen haben, Hunderttausende. Dieser Mann sagt das, was ist mit uns? Was ist dann noch mit uns? Und wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, die Wahrheit, trägst du die Wahrheit, wo ist die Wahrheit? Wo ist dein Glaube daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist, dass die Religion die Wahrheit ist, wo? Wenn du weißt, dass es die Wahrheit ist, dann halte an der Wahrheit. Verbreite die Wahrheit. Verinnerliche die Wahrheit. Praktiziere die Wahrheit. Setz dich ein für die Wahrheit. Wo ist unser Einsatz? Wo ist unsere Bereitschaft? Nix. Gar nichts. Und wir beschweren uns noch über Syrien, über Jemen. Warte ab. Es kommt noch mehr. Es wird noch mehr kommen. Glaub es mir. Es wird noch mehr kommen. Es wird nur noch schlimmer. Aber die Frage ist, wo bist du? Es kann sein, dass es schlimm ist. Ja. Ja, aber es kann auch sein, dass du am Yawm al-Qiyamah sagen kannst, ja, Allah, es war schlimm, aber ich habe getan. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ich habe genau wie Ashab al-Ukhdud, diese Leute vom Graben. Ja, vom Graben. Dieser Junge, ist eine lange Geschichte, aber ich fasse es kurz zusammen. Dieser Junge, der den Tauhid verinnerlicht hat, praktiziert hat und so weiter. Am Ende, was ist passiert? Der hat den Pfeil geworfen und hat ihm gesagt, sag Bismi Rabbil Ghulam. Sag im Namen des Herrn von dem Jungen. Da hat dieser Herrscher, dieser Tawud, der den Leuten gesagt hat, ich bin Gott, dieser Herrscher damals, Pfeil geschossen, hat diesen Jungen getötet, der Junge ist gestorben. Jetzt denkt sich einer, was hat der davon? Was hat der gewonnen? Der hat alles gewonnen. Der hat nichts verloren. Der hat alles gewonnen. Aber man denkt sich so, guck mal, aber ganz einfach. Er kann am jüngsten Tag sagen, ja Allah, ich war schwach gewesen. Er hat mich sogar getötet. Aber ich habe getan. Hier, bitteschön. Ich habe geopfert. Ich habe mein Leben für dich geopfert, ja Allah. Aber wo sind wir, meine lieben Geschwister im Islam? Wo? Deswegen die Religion Allahs Feind ist die Wahrheit, die bekämpft wird. Die Wahrheit wird immer bekämpft, meine lieben Geschwister im Islam. Deswegen sagt Allah zu Muhammad, warum bekämpfen uns die Kuffar? Warum bekämpfen uns die Munafiqun, die Mubtadi'a? Diese Leute, wie Adnan Ibrahim, wie ich eben gesagt habe, der U'ad ibn Abi, die Sahaba redet, die Sahaba beleidigt. Warum bekämpfen die Religion? Weil es die Wahrheit ist. Weil sie die Wahrheit hassen. Deswegen bekämpfen sie diese Religion. Deswegen, die Religion ist die Wahrheit. Die Sunna des Propheten ist also die Wahrheit. Und die Begegnung mit Allah ist die Wahrheit. Das ist Wahrheit. Wir werden Allah begegnen. Und das Versprechen von Allah ist die Wahrheit. Und die Dua ist die Wahrheit und ist auch ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, wo man keinen anderen außer Allah anrufen soll und bitten soll. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Dies, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist. Und seine Religion die Wahrheit ist. Und sein Prophet die Wahrheit ist. Und das, womit er gekommen ist, die Wahrheit ist. Und dann sagt er weiter, subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Das, was sie neben Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, ist nichtig, ist falsch, ist ungültig. Alle Religionen neben dem Islam sind ungültig. Es gibt manche, die sagen, ja, warum sagst du über die Christen, dass sie Kuffar sind? Die sind doch auch gläubig. Nein, die sind Kuffar. Vielleicht haben sie einen Glauben, ja. Ja, vielleicht ja, glauben sie an etwas. Aber sie sind Kuffar und ihre Religion ist ungültig. Die ganzen Wege neben dem Weg des Propheten Muhammad s.a.w. und neben dem Weg der Sahaba, der Salaf, sagen wir mal Salaf, Salafisten sagen ja manchmal, manche.
Salaf heißt fromme Vorfahren. Diese Sahaba, weil wir müssen das sagen. Manche sagen, warum sagst du Salaf? Wir müssen das sagen. Weil die Leute die Sahaba auf Seite getan haben und gesagt haben, wir können den Koran und die Sunna selber verstehen. Deswegen sagen wir mal, Leute, lernt eure Religion anhand dem Verständnis von denen, die die Religion überwacht haben. Sahaba. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Aisha, Abdullah ibn Abbas und so weiter und so fort. Das heißt, alles, was neben diesem Verständnis ist, ist falsch. Jetzt kommt einer und sagt, ja, im Koran so und so. Und dann sagt sie, wo hast du das? Ja, habe ich so von meinem Kopf. Falsch, ungültig. Der andere sagt, ja, so und so und so, wo hast du das? Total abgespaced, total verrückt, ja, habe ich von Sheikh so und so. Falsch. Wenn das im Gegensatz zu dem Verständnis der Sahaba ist, dann ist es falsch. Deswegen sagt Allah, das, was sie neben Allah rufen, alles, was neben Allah ist, neben seiner Religion ist, neben der Sunna des Propheten ist, ist falsch. Das, was Allah offenbart hat, ist die Wahrheit. Alles daneben ist falsch. Und dann sagt Allah auch in einem anderen Vers, ja, sagt er, lahu da'watul haq. Ihm gebührt das Bittgebet der Wahrheit. Das heißt, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig, hört genau zu, aufrichtig anbetet und vor allen Dingen mit einer Sache, die nennt man auf Arabisch Al-Azima. Das heißt, mit starkem Willen. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala macht, ja, dann ruft ihn an, dann macht Dua mit starkem Willen. Das heißt, du musst, viele von uns machen Dua, ja, Allah gibt mir so und so, und dann denkt man sich, ja, aber Allah, allem, ob ich das bekomme. Ja? Oder manche sagen, ja, Allah gibt mir, inshallah. Viele sagen, ja, möge Allah mir Kraft geben, inshallah. Das ist falsch. Er sagt, إِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ فَأَعْزِمُوا فِي الدُّعَى. Wenn ihr Dua macht, dann habt vollkommene Entschlossenheit und vollkommene Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala in der Kraft, in der Lage ist und die Kraft hat, und die Möglichkeit hat, dir das zu geben, was du gebetet hast, um was du Allah subhanahu wa ta'ala gefragt hast. 100%, nicht 1%, 100%. Und dann sagt Allah, sagt der Prophet aus dem weiter, وَلَا يَقُلَنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَعْطِينِ. Keiner von euch soll sagen, ja Allah, wenn du willst, dann gib mir. Wie manche sagen, ja, möge Allah die Kraft geben, inshallah. Möge Allah dir das geben, inshallah. Das ist falsch. Das ist nicht von Adab, von Dua, von Benehmen. Er sagt, وَلَا يَقُولَنَّ أَهَلُكُمْ شِئْتَ فَعْتِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keinen, der ihn zwingen kann oder ihn etwas aufbringen kann. Allah subhanahu wa ta'ala ist Allah, رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ. Er ist der Herr, der Himmel und Erden und alles, was in ihnen ist. Das ist, wenn du Dua machst, sag nicht inshallah. Wenn du zu einem Bruder sagst, möge Allah dir vergeben, sag nicht inshallah. Ja, das brauchst du nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala gibt, wenn er will. Braucht keiner zu sagen, wenn du willst oder so. Deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, wenn wir Dua machen, das gehört auch zu dem Namen, die Wahrheit, dann müssen wir daran fest glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit ist und dass sein Versprechen die Wahrheit ist und dass seine Dua die Wahrheit ist. Das heißt, die Dua zu ihm ist Wahrheit. Wenn man Dua macht, aufrichtig, mit vollem Gewissen, Allah subhanahu wa ta'ala erhört das Bittgebet. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn ich meine Diener nach mir frage, dann bin ich nah. Wo fragen sie ihn? In der Dua, damit ist die Dua gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala ist qarib, nah in der Dua. Näher als dein Halsschlag Adam, wenn du Dua machst. Und wenn ich meine Diener nach mir fragen, das heißt in der Dua, ja Allah, ja Rabbi, ja Malik, ja Quddus, ja Salam, den Namen und Eigenschaften Allahs, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ich antworte der Dua, dem Bittgebet von dem, der das Bittgebet macht, alleine für Allah subhanahu wa ta'ala und mit Entschlossenheit. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي. Sie sollen mir antworten, wenn ich ihnen etwas gebiete. Oder wenn ich etwas verbiete. Jemand macht Dua, Dua, ja Allah, gib mir, ja Allah, gib mir. Betet nicht. Wie sollen die Allah subhanahu wa ta'ala antworten? Der andere sagt, ja Allah, hilf mir, ja Allah, mach mir Kift.
Der andere, ja Allah, gib mir, mach mir Spielhalle. Der andere, ja Allah, verzeih mir, vergib mir Freundin. Wie soll Allah das dein Mitgebet erhören? Deswegen sagt er, verlierst der Jibuli, sie sollen mir antworten, wenn ich ihnen was gebiete. Wenn ich etwas verbiete. Und sie sollen an mich fest glauben. La'allahum yashudun. Auf dass sie auf den geraden Weg kommen. Auf dass sie ihr Bittgebet erhört bekommen, dass sie ihr Bittgebet erfüllt bekommen.